Ach, fick dich, Opa. Herzlich willkommen zurück nochmal zu Mortal Kombat. Wir wollten ja nochmal kurz die Story ein bisschen weiterspielen. Wir machen mal fortfahren. Und den Part haben wir ja letztens schon gesehen. Ich musste kurz Pause machen, jetzt machen wir kurz weiter. Deswegen müssen wir uns das hier nochmal kurz angucken. Tja, aber ich musste gerade schon wieder eine Update-Datei runterladen. Das ist echt total behindert. Ich habe das Spiel gekauft. Sonja, das musste installiert werden, dann wollte ich starten. Dann kam die erste Update-Datei von, das sind ja nicht mal ein paar Gigabyte, das waren jetzt direkt 3 GB. Oder 2,5. Und jetzt, ein paar Tage später, 3-4 Tage später, kam schon wieder eine Update-Datei mit 3 GB. Ich habe das gerade abgebrochen, weil es mir auf den Sack ging. Das werde ich wahrscheinlich heute Abend dann schnell runterladen oder so. Furchtbar, also was ist denn da los? Das, normalerweise stört mich sowas nicht groß, weil ist halt so. Aber das ist, manche Sachen werden einfach zu viel. Ich muss ja gerade meinen Ton ausmachen hier unten. Und wir waren letztens an dieser Stelle hier stehen geblieben. Mal gucken, was da jetzt krasses um die Ecke kommt. Allzu lange wollte ich nicht mehr in die Story reingucken, weil das könnt ihr ja auch selbst machen. Ist das eigentlich ein krasser Jedi oder was da los? Oh mein Gott! Hoch geht's! Zurück! Ich hatte letztens kurz allein ein bisschen den Arcade-Modus bzw. den Turm-Modus ausprobiert. Und ja, man muss sich echt an so ein Beat'em-up immer wieder neu gewöhnen. Das ist jetzt Street Fighter, das kenne ich so einigermaßen. Bei Tekken, da sind die Charaktere auch halt schon immer gleich. Die kann ich auch einigermaßen gut spielen. Aber halt hier, das ist für mich was komplett Neues. Deswegen muss ich erstmal ein bisschen üben und lernen. Ich habe auch schon so einen Favoriten, den ich sehr cool finde. Allein schon vom Stil her und von wie er aussieht und wie er kämpft und das alles. Nämlich Ermac. Der hat so ein bisschen was von einem Assassinen und dann mit diesem Rum-Teleportieren und so, fand ich ganz cool. Und das hier ist jetzt wahrscheinlich einer der Bösewichte, ne? Krass hat sie. What the fuck, was ist das denn? Zwei fette Knochenhände. Jetzt siehst du es. Wir kommen raus, Oh mein Gott, dein Imperator. Ach nee, doch nicht. Du vergiftest ihre Herzen mit Hoffnung. Und was bietest du? Dasselbe wie schon vor Jahrtausenden, als du Charles Dance in diesem Vampirfilm hier in Dracula Untold, hat Charles Dance, der den Tywin Lannister in Game of Thrones spielt zum Beispiel, hat da so einen Obervampir, einen der ersten Vampire gespielt, der sieht jetzt ein bisschen dem hier ähnlich. Nur ohne diesen Kopfschmuck da oben. Meine Anhänger akzeptieren es und leben weiter. Sie kämpfen für mich. Los. Aua. Los. Wir werden auf jeden Fall auch, nachdem wir hier den Story-Modus noch so ein bisschen angehen, also jetzt den einen Pack noch haben, Alter. Werden wir uns noch diesen Turm-Modus angucken, was im Grunde der Arcade-Modus ist. Das ist aber schon heftig alles, ne? Immer auf den Kopf. Immer ins Gesicht. Krasser Scheiß. Fass den Chinsei nicht an! Oh, das werde ich. Und das Erdenreich wird die Wahrheit erfahren. Über den Tod. Ich würde es ja nicht wundern, wenn sich da Charles Dance sogar zum Vorbild, also den Schauspieler quasi so als Gesicht und so genommen haben. Erinnert mich echt sehr stark an den. Nein, warum denn nicht? Oh mein Gott, Flash.
könnt uns gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Ton jetzt findet. Ich habe noch ein bisschen was rumprobiert, weil mir war auch selber das Rauschen von meinem PC immer zu laut. Deswegen habe ich ein bisschen was mit dem Mikrofon jetzt rumprobiert. Ich habe jetzt doch mein externes, also mein großes Mikrofon noch angeschlossen. Mal gucken, wie sich das jetzt anhört. Ob ich das Rauschen so ein bisschen wegbekomme. Es ist mein. Bereit? Wie immer. Kann ich jetzt auch noch mal kämpfen, bitte? Einen Kampf wollte ich wenigstens machen. Matrix! Das war original wie bei Matrix. Ja, Junge. Der ist aber schon krass mächtig, der Typ, gell? Bats. Oh, jetzt verbrutzelt Teddy erstmal. Sie wird sich mir als Erste anschließen. Was ist denn das für ein krasser Jesu? Nein! Nein! Okay. Er kann sich voll cool Radio Nukular grün machen. Denk nicht mal dran, ihr weh zu tun. Ah. Hoppala. Alter. Wir haben schon die Catch, kann ich gar nicht kämpfen. Ich habe jetzt, wenn dann überhaupt, mit Irmac ein bisschen trainiert. Aua. Ja, der macht mich krass fertig, der alte Opa hier. Oh oh. Okay, wir haben aber, glaube ich, noch einen zweiten Kampf, ne? Alter, ich habe ja ganz am Anfang schon gemerkt, dass ich muss hier aus der Ecke raus, du Affe. Lass mich doch mal in Ruhe. Ey, ist ja der Hammer. Oh. Nee, das ist mir definitiv. Ich muss da erst üben. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, komm, mach mich fertig, du Arschloch. Ich würde sagen, wir versuchen es noch einmal. Denn das ist ja eigentlich ziemlich dämlich. Ich kann es nicht mehr sitzen lassen. Ihr weh zu tun. Ich vergesse mal Block. Meine Güte, das Blocken ist hier nämlich auf R2. Ja, der macht mich schon wieder fertig. Ich kann mit dem auch keinen einzigen Tritt irgendwie. Moment. Move-Liste. Okay. Ja, gut, das muss man versuchen, sich irgendwie zu merken, aber... Alter! Ja. Ich komme ja zu nix hier! Ach, fick dich, Opa. Endlich mal. Alter Schwede. Ja, genau, ey. Dämlicher Scheißkerl. Ich kenne es, das dem Kevin, der hat es geschrieben. Der Prolog hat schon geschrieben. Er kann ja mal ein Video machen, dann sieht man, wie krass er sich beim Mortal Kombat aufregt. Da ist ja Crash Bandicoot nichts gegen. Und ich kann es nachvollziehen. Kevin, ich kann das echt nachvollziehen. Nein, ich möchte nicht. Ich möchte zurück zum Hauptmenü. Ich gebe auf. Ich muss erst üben oder auf leicht runterstellen, was ich eigentlich nicht möchte. Ich möchte nicht auf leicht spielen eigentlich. Ärgerlich, ärgerlich. Naja, was soll man machen? Ich bin einfach schlecht.
Wobei, wenn wir unser Mortal Kombat Turnier im Universum da machen, ich muss da auf jeden Fall trainieren. Ich meine, an Uschi werde ich wahrscheinlich eh scheitern. So wie alle, die gegen ihn irgendein Beat'em Up spielen, scheitern. Aber vielleicht kann ich ja wenigstens gegen Kevin was reißen. Da muss ich auch noch ein bisschen verüben. Naja, das werde ich tun. Das reicht auf jeden Fall jetzt auch vom Story-Modus. Nur mal so ein kurzer Einblick, wie das Ganze abläuft. Also ihr seht, das ist ähnlich wie bei Injustice gehalten, dass man immer Videosequenzen hat, wo die Story weitergetrieben wird. Dann kommt wieder ein richtiger Kampf, so ein Beat'em-Up-Kampf halt in einer Arena. Dann geht's weiter, dann kommt wieder ein Kampf. Zwischendurch gibt's auch Parts mit kurzen Quicktime-Events und sowas, habt ihr am Anfang schon gesehen. Und so finde ich das eigentlich sehr cool, denn ich mag nie diese Story-Modi bei Tekken zum Beispiel, wenn man dann wirklich noch selber laufen muss. Diese Art von Beat'em-Ups mag ich einfach nicht. Das ist ja auch, ich weiß nicht, was es da noch alles für Dinger gab früher. Wie heißen die noch? Diese Side-Scrolling Beat'em-Ups halt. Ist auch Wurst, die mag ich nämlich generell halt nicht. Ich mag lieber diese Arenen und haben sich hier ganz cool gemacht. Ich werde diese Stelle wahrscheinlich nochmal spielen, dann bin ich einfach diese... Ich habe gerade von der Story gar nicht mitbekommen, weil ich mir hier meine Spawn-Anlage angeschlossen habe und die ist zu laut. Wenn ich das ein bisschen anmache, hört man das über das Mikrofon direkt, deswegen muss ich mir das nächste Mal Kopfhörer anziehen oder so. Naja, werden wir schon sehen. Auf jeden Fall, in den nächsten Tagen gibt es dann noch den Turm-Modus und wir gucken uns vielleicht auch mal diesen Kampf, also diesen Fraktionenkrieg und so ein Kram an. Sofern ihr da Bock drauf habt oder ich halt. Naja, fürs erste, für den Story-Mode reicht das mal. Bis demnächst. Tschüss.